Herzlich willkommen und guten Tag zu einer neuen Ausgabe meiner Zockrunde. Heute bekleiden wir ein Huhn, welches sich auf die Straße wagt. Wir spielen Quasi Road. Das Prinzip ist ganz einfach. Ein Huhn, wir können mit links und rechts wischen oder durch Tippen das Huhn steuern und müssen einfach nur den Autos ausweichen oder den Zügen oder es über einen Fluss begleiten. Wir haben in Quasi Road zahlreiche verschiedene Tiere, allerdings auch Designs von unserem kleinen Straßenüberquerungshuhn. Das Ganze ist nach verschiedenen Thematiken sortiert und das Schöne ist, es ändert sich je nach Spielthema auch die Oberwelt. Zum Beispiel sieht es jetzt hier so aus, als ob wir gerade eben unter Wasser sind. Machen wir einen kleinen Abstecher nach Afrika. Wir sind jetzt als Zebra unterwegs. Und hier passen sich vor allem die Autos an. Wir haben zum Beispiel Touristen, die ein paar Fotos machen. Oh Schatz, guck mal, ein Zebra. Oh, und das ist jetzt genau vor meiner Kameralinse. In Quasi Road gibt es auch zahlreiche Kollaborationen. Unter anderem hat der Entwickler ja auch Pac-Man 256 für die mobilen Geräte und den Konsolen entwickelt. Selbstverständlich darf da auch der Auftritt von der gelben Kugel Pac-Man nicht fehlen in Quasi Road. Die Geister sind die Autos, die Kugeln sind auch da und was will man also mehr? Die Kugeln, die Kraftkugeln natürlich. Für alle Systemnerds unter euch, wir spielen Quasi Road auf einem Android-Smartphone mit Android 10. Erhältlich ist das Spiel ebenso für iOS, fürs iPhone und iPad. Zum Abschluss dieser Ausgabe blicken wir noch auf einen weiteren Spielmodi, dem rutschigen Pinguin. Hierbei müssen wir nach links, rechts, vorne und unten wischen und es geht rasant und schnell. Ich bedanke mich fürs Zusehen, denn das war sie auch heute schon wieder, meine Zockrunde.